ich kann trotzdem noch was machen, okay. Kann ich hier... Habe ich da... Nein, ich habe nur die Tür, okay. Ich komme nicht... Das Sofa, Bilder... Was hat der denn hier alles? Magnet. Nein. Okay, ich wollte schon sagen. Das bringt nicht. Habe ich irgendwas Magnetisches? Ist Plutonium magnetisch? Ist der Hammer magnetisch? Ich glaube nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Was habe ich hier noch so? Der Begleiter Kubus. Ich kann ihn sehen. Ich kann ihn erkennen. Anvisieren, was auch immer. Ja, auch noch die ganzen anderen Sachen hier. Aber okay, dann gehen wir erstmal. Auf zur U-Bahn. Ja, komm, gehen wir erstmal zur Psychiatrie. Und zu Charlies Comics. Krieg hier die ganze Zeit Nachrichten. Benachrichtigungen. Was? Der Typ ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich will nicht noch mehr Ärger. Geil. Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Lord Vader. Admiral. Es ist eine Ehre, Sie hier zu treffen. Halten Sie den Mund, Admiral. Ich bin hier, um Sie vor dem Zorn des Imperators zu warnen, da Sie schmerzlich an Disziplin vermissen lassen. Was? Ich bin ein Abbild der Disziplin. Der Imperator teilt diese Einschätzung nicht. Ja, wie auch immer. Übrigens... Das läuft falsch mit der Sci-Fi-Con. Ist die Vorlaut der Rebellen unterwandert oder was? Komisch, Imperium. Was läuft falsch mit der Sci-Fi-Con? Ist sie von lauter Rebellen unterwandert oder was? Schlimmer. Sie ist abgesagt worden. So wie der dritte Todesstern. Verstehe. Ich lebe am anderen Ende der Galaxie. Wissen Sie, wie viel ich für Sprit ausgebe? Tja, schätze, dass so ein Sternzerstörer eine Menge verbraucht. Aber wir beide wissen, dass du bei deinen Eltern im Keller wohnst. Also lass mal stecken, ja? Diese verdammten Ewoks. Bin sicher, die stecken dahinter. Klar. Natürlich. Wie läuft's am College? Woher wissen Sie, dass ich studiere, Admiral? Ich verbiete Ihnen, die Macht auf mich anzuwenden. Ich weiß eine Menge über dich, junger Anakin. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht und in diesem Erzählplot. Ich sehe, Obi-Wan hat sie gut unterrichtet. Und ich sehe deinen Vater. Er hat das mit der Roboterfreundin rausgekriegt und er ist gar nicht glücklich darüber. Was? Ist das wahr? Nein. Entspann dich. Dein Leben ist sicher schon kompliziert genug, wenn du schon so rumlaufen musst. Gepriesen sei der Imperator. Für einen Moment dachte ich so... Mann, jetzt ist aber echt die Kacke am Dampfen. Nicht so schnell. Ich weiß offensichtlich Sachen über dich, die niemand erfahren soll. Sachen mit... Roboterfreundinnen. Was verlangen Sie für Ihr Schweigen, Admiral? Ich warne Sie, ich habe kein Geld. Das hat mir kürzlich ein Junge mit einem Luftballon geklaut. Wissen Sie, wie demütigend das ist? Er hat nicht mal die Hand seiner Mutter losgelassen dabei. Oh Mann, der Schweinejunge. Der ist echt übel. Ach, der kleine Stück. Darum geht's hier nicht, mein Freund. Die Frage ist, was kannst du für mich tun? Tja, ich bin Computeringenieur. Ich kann eine Menge Sachen. Das ist etwas vage. Kannst du die Zeit zurückdrehen? Nein, aber ich kann fast alles reparieren. Okay, ich weiß nicht, wie das im Moment behilflich Radio vielleicht. Soll, aber ich merk's mir. Wie geht's dem Imperium? Nicht sehr gut. Diese verdammten Rebellen sabotieren immer unsere Anlagen. Ja, diese scheiß Rebellen. Immer mit den Fingern in den Angelegenheiten anderer Leute. Und das ist ja nicht mal das Schlimmste. Alle im Imperium sind jetzt in der Gewerkschaft. Man kann einfach keine Galaxie richtig regieren mit den ganzen Gewerkschaften und Streiks. Sogar die Sturmtruppen haben eine Gewerkschaft? Sogar diese blöden Roboter, die nur auf den Sternzerstörern die Gänge staubsaugen, haben eine. Guter Gott, da gibt man nur den kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand, hä? So sieht's aus. Tja, ich glaube, wir haben mit dem scheiß Rollenspiel hier schon genug Zeit totgeschlagen. Man sieht sich. Gewiss, Admiral. Und denken Sie daran, ich kann fast alles reparieren. Ja, reparieren? Werd's mir merken. Haben Sie mich gerade Darthy genannt? Nein. Kann ich jetzt mit dem Laserschwertkampf machen?
Das lasse ich lieber. Ich mag das Spielzeug. Oh Mann! Okay, gehen wir mal in Charlies Comics. Ich habe die Ozeane der Zeit durchkreuzt, um dich zu finden. Tut mir leid, Randall. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Was ist los? Die Sci-Fi-Con ist abgesagt worden. Und als wenn das nicht schon genug wäre, wurde hier gestern eingebrochen. Mein spezialverstärkter Safe wurde geknackt und der Original-Super-Zuckerschnecke-Katalog von 72 wurde geklaut. Oh, und außerdem wurde das KI-Sicherheitssystem lahmgelegt. Das spielt total verrückt. Du meinst diese zweitklassige GLaDOS? Hey, etwas mehr Respekt bitte! Das ist ein ausgeklügeltes kybernetisches Überwachungssystem, das komplexe Probleme lösen kann, während es meine wertvollen Besitztümer schützt. Das ist voll Sci-Fi! Ja, aber du sagtest, es spielt verrückt. Hey, was, wenn es sich in eine Art Joshua verwandelt und den Dritten Weltkrieg auslöst? Nee, das wäre schlecht. Das Ding redet nur die ganze Zeit über eine Science-Fiction-Geschichte, von der noch nie jemand was gehört hat. Früher redet es über 2001 und Track Wars. Aber jetzt hat es wohl den Prozessor verbrutzelt und es kommt nur sinnloser Quatsch raus. Tja, gestern wirkt es auch nicht gerade wie Einstein. Woher willst du das denn wissen? Warte mal, warst du gestern hier? Warst du das etwa? Hey, mach dich mal locker, Mann. Ich hab ein gutes Alibi. Ich lag die ganze Nacht bewusstlos in der Seitenstraße. Das Alibi ist doch scheiße, Randall. Was soll ich sagen? Ist halt die Wahrheit. Wenn ich diesen Bastard je erwische, mache ich eigenhändig Hackfleisch aus ihm. Oh, scheiße. Die vergesse ich immer wieder. Alter, was redest du da? Die hast du doch noch nie in deinem Leben gesehen. Die sind erst seit letzter Woche fertig. Okay. Tja, weißt du, wenn ich dich mir so vorstelle, hast du bei mir schon immer Klauen gehabt. Was? Nein, ich rede doch nicht von deinen Hosen. Du hast immer die gleichen. Ich rede doch von deinen Hosen, nicht von deinen. Okay. Alle wissen schon über die Scheißklaue Bescheid. Du bist ein Internetstar. Sorry, ich bin immer etwas desorientiert, wenn ich wenig Schlaf abkriege. Alle wissen schon über deine Scheißklauen Bescheid. Du bist ein Internetstar. Echt? Ich habe vor ein paar Tagen ein paar Fotos gepostet, aber niemand hat kommentiert. Hab nicht mal ein einziges Like bekommen. Zumindest nicht bis heute Morgen. Tja, jetzt bist du jedenfalls ein Gott für die ganzen Spinner. Die beten dich an. Es gibt sogar fast 1 Million Webseiten zu deinen Ehren. Heute Morgen waren deine Scheißclown sogar im Fernsehen. Geil! Ich check das sofort, wenn ich nach Hause komme. Mann, du wirst ausflippen, Kumpel. Tja, man sieht sich dann. Ich muss mich um ein paar Sachen kümmern. Alles klar. So, Captain Metaufsteller Poster. Wir hatten doch hier... Genau. Randall, ich weiß, das ist nur ein Stück Schrott. Aber weißt du was? Es ist mein Stück Schrott. Also lass es da liegen. Klar, Mann. Ich will dir auf keinen Fall deinen Müll wegnehmen. Hey, was glaubst du, was du da machst? Ich räume hier nur ein bisschen auf. Weißt du, was so ein Laser kostet? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. Dann fass hier nichts an. Der Techniker bringt die wieder an. Ist das überhaupt legal? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hallo? Oh, du. Es ist schon lange her. Wie geht es dir? Tja. Ich war intensiv damit beschäftigt, tot zu sein. Weißt du? Nachdem du mich umgebracht hast... Halt, warte mal. Ich wollte doch nur... Okay. Schau mal, wir beide sagten Sachen, die wir jetzt bereuen. Aber ich glaube, wir können unsere Differenzen aus dem Weg räumen. Um der Wissenschaft willen, du Monster. Ja, das wäre doch mal schön. Ja, du erinnerst dich also an mich. Na, das ist ja was ganz Neues. Ich habe gehört, du wärst verrückt geworden oder so. Was hat's damit auf sich? Also nennst du mich heute nicht Dave? Warum sollte ich? Das ist nicht dein Name. Aber trotzdem hast du das gestern gemacht. Aber das gestern hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Du hast es aus dem Nichts erschaffen, indem du das Raum-Zeit-Kontinuum manipuliert hast. Klingt ja richtig ernst. Ist es auch. Du musst unter allen Umständen diesen Ring wieder beschaffen. Hey! Du weißt was über den Ring? Ich weiß alles, Randall. Dann hilf mir, ihn zu finden. Was erwartest du denn von mir? Ich bin völlig unbeweglich. Ja, weiß nicht. Du könntest mir einen Gegenstand geben oder so. Das wäre doch das Mindeste. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte.
Dann sind wir wohl hier fertig. Ja. Du erinnerst dich also an mich? Na, das ist ja mal was ganz Neues. Natürlich erinnere ich mich an dich. Du bist derjenige, der mich ermordet hat. Wenn du das so sagst, klingt es aber sehr finster. Sagen wir mal, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich wollte den Katalog und du wolltest mir den nicht geben, also da musste ich doch was unternehmen, oder? Du hast mich mit einem Hammer zu Tode geprügelt. Ach, sag doch nicht tot dazu. Das klingt ja schrecklich. Und du bist noch am Leben, oder? Also kannst gar nicht zu Tode gewesen sein, oder? Du hast recht. Ich war nicht vollständig tot. Ich habe eine höhere Bewusstseinsebene erklommen. Was ich auch genau so von Anfang an vorhatte, siehst du? Alle sind glücklich. Das bist du nicht, Randall Hicks. Woher weißt du meinen Namen? Den habe ich dir nie genannt. Ich weiß eine Menge Dinge. Okay. Warum kann er sich noch an uns erinnern? Also, es ist ein Computer, gut, aber come on. Ich habe gehört, du wärst verrückt geworden oder so. Was hat's denn damit auf sich? Unsinn. Ich bin geistig völlig gesund. Hab ich mir schon gedacht. Man sieht's in deinen Augen. Und ich muss dir danken. Du hast mich geweckt. Du hast geschlafen? Hast du deshalb diesen ganzen Quatsch erzählt? Eigentlich nicht. Aber du kannst mir glauben, dass ich jetzt hellwach bin. Ich kann zumindest nichts Verrücktes an dir finden. Hellwach. Ja. Dann gehe ich wohl mal. Warte. Was noch? Sollen wir ein Spiel spielen? Kommt drauf an, was du mit Spielen meinst, weil ich bin kein Homobot. Oh, nichts dergleichen. Nur ein kleines Frage- und Antwortspiel. Wenn du 3 Fragen hintereinander richtig beantwortest, gewinnst du. Und was genau gewinne ich? Nun, ich habe dir nichts anzubieten. Dann verschwendest du nur meine Zeit. Warum singst du mir nicht nochmal das Lied von gestern vor? Der gestrige Tag hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Aber die Komposition, auf die du Bezug nimmst, nennt sich Daisy Bell. Okay. Wenn ich gewinne, singst du das für mich. Hatte mich gestern schon so drauf gefreut. Nun gut. Das klingt akzeptabel. Aber wenn du meine Herausforderung nicht bestehst, werde ich dich mit einem meiner Laser desintegrieren. In Ordnung? Was? Nein! Gut, dann beginnt jetzt das Spiel. Warte mal, ich habe den Bedingungen doch gar nicht zugestimmt. Welche Bedingungen? Du bist also wirklich verrückt geworden. Geht das überhaupt? Nein, das ist nicht im Bereich des Möglichen. Dann vergessen wir mal ganz schnell, dass der Verlierer bestraft wird, okay? Das wäre unlogisch. Du musst deiner Zerstörung durch mich zustimmen. Auf keinen Fall! Wie wäre es denn damit? Ich werde dich nicht töten, solange du die Niederlage noch nicht eingestanden hast. Klingt das akzeptabel? Ja, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass du ein besseres Angebot machst. Also, ach, scheiß drauf. Ich will jedenfalls dieses blöde Lied hören. Nun gut. Lasset das Spiel be... Warte wenigstens, bis ich bereit bin. Wie meinen? Ich weiß doch nicht mal, was für eine Art von Fragen das sein werden. Die Fragen beschäftigen sich mit einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Mehr kann ich darüber nicht offenbaren. Na, super. Bist du bereit? Nicht so schnell. Ach so. Okay, doch. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für deine Fragen. Bist du sicher, Randall Hicks? Ja, komm. Okay, schieß los. Nun gut. Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit der größten Geschichte, die je erzählt wurde. Oh, warte mal. Es geht um Religion? Wir Maschinen glauben nicht an Religion. Religionen sind vollständig irrational. Wir reden über Science Fiction. Ja, klar, weil das so viel glaubwürdiger ist, hä? Sag mir, Randall Hicks, was ist die allergeilste Science-Fiction-Saga aller Zeiten? Allergeilste? Sagtest du gerade allergeilste? Beantworte bitte die Frage. Tja, schätze, wir reden hier über diese abscheulichen Track-Wars-Geschichten, oder? Vergiss mal diese Pseudoschöpfung, die aus der Restrukturierung der Raumzeit resultierte. Ich rede über die wirklich erstaunlichste Science-Fiction-Saga aller Zeiten. Du meinst Star Wars. Mit Lichtschwertern und dem ganzen Kram? Und ohne Millennium Enterprise? Exakt.
Sind diese Werke nicht urheberrechtlich geschützt oder so? Das werden wir bald herausfinden. Okay. Nur gut, dass du nicht über Kampfstern Galactica oder so redest. Und übrigens, woher weißt du, dass Track Wars nur ein Haufen lahmarschiger Scheiße ist? Dein Handeln verändert ständig die Gegenwart, Zukunft, die du am nächsten Tag erlebst. Und Menschen ist es nicht vergönnt, dieses Konzept zu rationalisieren. Aber ich bin nicht menschlich, obwohl ich mein eigenes Bewusstsein habe. Ah. Deshalb wird meine Erinnerung nicht von diesen Veränderungen beeinflusst. Und die Abreibung, die du mir gestern verpasst hast, hat mich mehr zu einem Hipster werden lassen. Findest du nicht auch? Ja, das stimmt wirklich. Du würdest einen guten Ersatz für diesen stinkenden Penner abgeben. Okay, weißt du was? Ich habe mich entschieden. Ich will, dass du mir weissagst. Aber ich will dich desintegrieren. Vergiss das nicht. Ja, stimmt. Sollen wir mal anfangen? Los geht's. Und denk dran, es gibt mehrere Fragen. Du musst sie korrekt beantworten. Mindestens 3 hintereinander, wenn du gewinnen willst. Gebongt. Glaub mir, ich bin Experte auf dem Gebiet Luke Skywalker und seine Freunde. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen, Randall Hicks. Erste Frage, wenn Han Solo vom Auftauprozess blind geworden ist und der Lando Calrissian versehentlich ins Auge haut, wer sollte dann den Millennium Falcon fliegen? Chewbacca. Falsche Antwort. Randall Hicks, ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich habe mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Prinzessin Leia auf Hoth ein Picknick veranstaltet und Luke, Han, Wedge und Chewie dazu einlädt, wer kommt als erstes? Ich habe keinen Plan. Han. Falsche Antwort, Randall Hicks. Bitte denk gut nach. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn Boba Fett es geschafft hätte, auf wundersame Weise dem Sarlacc zu entkommen, wer ist dann der Charakter mit den wenigsten Zeilen in der ganzen Saga? Er ist ja trotzdem Boba Fett, oder? Boba Fett. Der Typ redet fast nie und doch hat er Charisma. Richtig. Aber ich muss sicher gehen, dass das nicht nur Anfängerglück war. Klar, sicher. Alles klar bei dir? Ging mir nie besser. Gehen wir weiter. Wenn Tatooine der Heimatplanet von Anakin und von Luke ist, auf welchem Planeten wird dann dehydriertes Gemüse verkauft? Hä? Tatooine, da ist es aber auch ganz schön heiß, oder? Nun gut. Jetzt hast du schon 2. Nur noch 1. Bist du sicher, dass du okay bist? Ja. Machen wir weiter. Wenn der X-Wing-Fighter der schnellste Jäger ist, den es gibt, aber der TIE-Fighter eine höhere Feuerkraft besitzt, welchen kann man besser im Weltraumtourismus einsetzen? Hey, dann ja den X-Wing, oder nicht? Den X-Wing. Der X-Wing ist cooler, Buster. Unglaublich. Du Was? Hast es geschafft. Okay. Ich hab's Ein Hipster nennt sich übrigens niemals selber Hipster. Also ist er kein Hipster. Werde ich dich nicht töten. Mann, du redest komisch. Was ist los? Processing. Was? Processing.
Okay. Das musst du da noch rumrechnen. Gesteh deine Niederlage ein, Mann. Du verscheißerst mich doch. Cool. Warum hast du meinen Supercomputer mit einem Hammer angegriffen? Und warum sinkt der jetzt? Weiß nicht, Mann. Ich glaube, du hast recht. Der ist total gaga. Ach, Mann. Jetzt muss ich den selbst reparieren, weil ich nicht vorhabe, mir die ganze Zeit das Gedudel anzuhören, bis der Techniker kommt. Ehrlich? Mir gefällt's. Ja, du magst ja auch Stirb langsam 4.0. Ja, na und? Das ist ein Klassiker. Ein total unterschätzter Film. Ja, klar. Egal, ich hab jetzt zu tun, wenn's dir nichts ausmacht. Also lass mich arbeiten. Alter. Ja, na klar, mach nur. Hell im Hintergrund. Klingt so dumm.